Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play. Du gehst da mit der hüpfenden Dibra und dem Anduin mit der Schaufel. Genau, dem Dreckputtler. Der Dreckputtler, genau. Der Dreckputtler. So, ich brauche dann noch jede Menge Kompost. Ja, ich kümmere mich jetzt um den Bambus und um den Kompost, dass das voll ist dort. Ja, das wäre fein. Ich werde weiter umackern. Wo ist die? Ah, da ist die Erde. Ich werde das hier weiter beackern. Ja, es wächst schon. Juhui. Da kommt die Erde rein. So, 13 Stück habe ich da. Die Brustgärtnerei. Ja. Ich glaube mit links, nein. Mit rechts gebe es rein, ja genau. Ich glaube. Mit links kommt einer raus. Warum kommt da der Anfang denn nicht die vollen? Weiß auch niemand. So. So. Ich tue weiter ackern. Er schlägt mir immer diesen angefangenen Stick vor. Das ist lästig. Und dann müssen wir uns langsam, aber sicher, wenn wir noch nicht so viel Körndl haben, mit dem hier durcharbeiten. Dass wir alles ansehen können. Da herinnen noch mitnehmen, was wenn, wir an Körner haben. Wenn Körner drin sind. Also du, ja, wenn du es abgeholt hast, dann. Aus der Gärtnerei bzw. aus dem Keller habe ich nichts geholt. Ich habe 11 und da. Ja, ist die Frage, was das dafür Körnl ist. Schauen wir mal, was das für Samen sind. Aber ich glaube, ja, jetzt habe ich 12. Ja, sonst glaube ich, sind da auch keine mehr. Aber zumindest die 12 kann ich mitbringen. Ja, aber das ist was anderes. So, Erde mal draußen. Das wird schön. Gut. Oh, das Lavendelfeld. Ich schmachte ja vor der Grafik. Ach so, ja. Schon was anderes. Ja. Minecraft mit einem Shader, das ist. Das hat was. So, du kriegst Samen. Zack. Ja. Danke. Bitte. So. Dann haben wir da einige Blumen bekommen bei der Rodung. Die Pflanzen bei den Apfelbäumen. Ne? Ja, beziehungsweise dicht um den Teich oder so. Aber nein, Teich glaub, würde ich eher gern so grün lassen. Da wären wir ja sogar recht so Schilfrohre, so wie sie da stehen. Ah ja, ob sich die vermehren, keine Ahnung. Breitblättriger Rohrkolben. Da müssen wir mal, wenn wir beim Reisen wo sehen, mitnehmen. So, jetzt schaue ich noch. Die hat gesagt, sie will mehr Blumen da. Gerste ist es, okay. Und das ist schon die da. So. Was nehme ich da jetzt drauf? Oder, na, das war bei dir wahrscheinlich. Ja, das war bei mir. So, cool. Das können wir pflanzen. Das ist das Papierseidel passt, was es gibt. Eins zu viel. Okay, Es ist ja irgendwie diese Vielfalt, die ist ja total cool mit den Mods. Das Thema, was dadurch aber entsteht, ist, man sieht die Standardsachen von Minecraft relativ selten. Stimmt, ja. Weil zum Beispiel der normale Stein ist so gut wie nicht mehr, dass er vorkommt. Ja. Den, ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht eine Pflastersteinfarm baue mit Lava und Wasser, weil ansonsten werden wir den nicht zur Verfügung haben zum Bauen. Ich weiß noch, das erste Mal, wie ich es gebaut habe in Minecraft mit Pflasterstein, das war ein Traum aus Pflasterstein. Genau, das war Wahnsinn. War alles nur Pflasterstein, also richtig puh. Strange. Ja, das war die Burg, gell?
Ja. Die habe ich aber im Nachhinein dann verschönert. Ich glaube, die werden wir mal. Können wir die irgendwie wann irgendwie nochmal aufrufen? Nee, ich kann in dem Server leider momentan kein Multiworld. Aber okay. Da bin ich noch immer am Suchen, dass ich für einen Forge-Server irgendwas finde, wo man Multiworld. Ja, ich habe sie im Nachhinein verschönert einmal. Sie wäre ein Ausflug wert, denke ich mir. Ja, über die ganzen Maps. Wir haben sie ja alle aufgehoben, wenn wir siebenmal bekommen. Was ganz interessant ist. Ja genau, wir haben wirklich zigmal begonnen. Vermutlich auch ein bisschen sieht, so wie sie beim Bauen der Stil verändert hat. Stimmt, ja. Oder mein Baumhaus, das, auf das war ich so stolz. Aber das sieht man eh im Let's Play. Ah, im Let's Build meine ich. Achso, das, was man auf der Server noch. Ja, aber das werden wir wirklich rausschneiden mit dem Editor und in das neue, in die neue Let's Build Map dann einfügen, wenn wir mit der nochmal starten. Die momentan ist ja sensationell. Ja. Dann werden wir wahrscheinlich weniger Zeit haben dafür, weil ja. Durch unser neues Let's Play. Und Glänzig, Ghost Recon, Wildlands. Geht ja alles, was man nicht. Das snipern wir eben durch die. Ja. Also ich. Und geht du. Momentan die meiste Gaming-Zeit rein. Und Vorteils kräft natürlich durch das Farmen. Ja. Der vielen Ressourcen, die man benötigt. Da ist so. Life in the Woods relativ harmlos. Oder Minecraft überhaupt. Ich bin gespannt, es wird teilweise schon reif. Ich bin gespannt, ob ich ackere um. Äpfel muss ich auch abnehmen. Ob das bleibt, aber ich glaube schon. Ja, ja, es kann durchaus sein. Ich habe keine Hacke mehr. Es kann ja durchaus sein. So, ich kümmere mich um einen Bambus jetzt. Ja, bitte. Jetzt habe ich da wieder 10 Stück. Wo sind die jetzt hergekommen? Was? Na, dieser komische kleine Klee oder was das ist. Und was? Ja, dann. Dann rein ins. Nein, ich setze den da jetzt irgendwo. Das ist der. Diese der ganz flache. Ja. So, Tür zu. Haben wir da irgendwo was drin? Nein. Ich brauche eine Gartnerhacke. Es regnet Bambus. Und das Coole ist, man lässt den einen stehen, zack, der wächst schon wieder. Ja, ja. Ich hab gerade abgeschlagen. Hallo? Das geht ratzfatz. Was ist denn das? Bärengarten. Da kriegst du verschiedenste Bären raus. Bist du sicher? Ja, normalerweise aus dem Bärengarten kriegt man verschiedene Bären. Okay. Gut. Das ist der Pflanze, ne, die so ja, heißt. Ja. Ich hab wieder eine Gartenhacke. Wir könnten ja im Hof auch das Gras wegnehmen und lauter Blumen machen. Wäre das nix? Nein, nicht nur Blumen. Ich bin ein Blumenkind. Rosenstöcke wären schön, aber Rosen. Die haben wir noch nicht. Die haben wir noch nicht. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe noch wieder gesehen. Sachen. Ja. Gibt es aber auch zwei verschiedene. Den Flieger. Okay. Der da vorne wächst, das ist der von, wie heißt das jetzt wieder? Bei uns so Plenty, glaube ich, ist der. Und dann gibt es zusätzlich den Standardflieder. Ah, okay. Mir ist noch aufgefallen bei der Textur, weil durchs Conquest Texturpack hätte der Flieder wirklich eine super tolle Textur oder Item hat. Okay. Und der da draußen schaut ja eher grob aus. So. Das ist natürlich die Textur von, wenn er von einem anderen, anderen Mod ist, verwendet er natürlich die Textur, die bei der Mod dabei ist. So, habe ich alles aufgenommen, dass ich mal so ein Spießrücken läuft durch den Bambus. Ja. Kannst du bitte wieder Tag einstellen? Ja, mach ich einfach gleich. Viel angenehmer zum Werken. Also wir haben es bei der vorigen Folge schon erwähnt, fürs Bauen werden wir jetzt immer einerseits einmal friedlich stellen und andererseits, weil es glaube ich im Video zum Anschauen auch angenehmer ist, immer wieder auf Tageslicht. Diese ganzen Nachtsessions weglassen.
wenn wir dann etwas machen, wo Survival gefragt ist, dann wird natürlich streng der Tageszyklus eingehalten und auch, so, da schalten wir mal auf morgen, und auch die Monster aktiviert. Mhm. Genau. So. Ja, da ist ja schon wieder was gelb. Sehr fein. Da brauchen wir noch einiges an Komposterde. Puh. Ja. Okay, jetzt die Konzentrationsstille schlägt gerade durch. Ja, es ist so entspannend. Ich finde Minecraft so entspannend. Die Musik nur dazu. Ja, genau. Gleich hört man im Hintergrund leises Schnappgeräusche und wir stellen die Arbeit ein. Wir sind keine Straßenarbeiter. Also, wenn ihr dann mal im Let's Play in der Playlist ein 2-Stunden-Video vorfindet, dann wisst geschlafen. Ihr, das ist das, wo wir geschlafen haben. Das ist quasi der gesunde Büroschlaf. Ja, noch was, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, weil welche Handwerker oder welches Gebäude noch entstehen soll im Dorf, dann bitte in den Kommentaren reinschreiben. Jeder Vorschlag ist willkommen. Wir werden das dann nach bestem Wissen und Gewissen versuchen zu verwirklichen. Ah, ist bei dir eine Biene? Keine Ahnung. So. Ach, ist das schön, wenn man sich muten kann zum Husten. Problem ist, man hört mich wahrscheinlich bei dir dann noch. Ja, über das Mikro, aber das ist nicht schlimm. Diese mit den neuen Mikros, super. Wir brauchen keine Trennwand. Was ist das Ding schon wieder hin? Alter. Entschuldigung. Baust du Werkzeug minderer Qualität? Nein. Nein. Ich baue Werkzeug perfekter Qualität. Na dann. Aber ich bin eben einfach so fleißig. Also das wäre eine Never-Ending-Story da der Bambus. So, aber ich glaube, wir haben jetzt einmal genug. Ich hoffe, ich... Ja, da ist einiges da. Dann geht's so, jetzt retour. Nope. Und so. Ja. Da muss ich jetzt da endlich einmal Treppen anbringen darüber. So, dann vor da. Raps, zu dem Kompost. Ui, der ist ja voll. Naja. Da passt schon wieder was rein. So. Sehr schön, sehr schön. Du kannst mir ja gleich einen konvertieren, mischen und einbringen. Mhm. Ups, falsche Richtung. So, der ist einmal befüllt. Oh, der ist leer. Okay. Also leer, aber sehr wenig nur. Gut. Das wird ja da schon. Gut, dann haben wir da jetzt auch wieder Ressourcen drinnen. Sehr schön. Dass der ja ununterbrochen arbeitet. Dampft ja. Dampft, stinkt, dunstet vor sich hin. Ja. Geruchs-YouTube gibt es ja keines. Also. Na Gott sei Dank. Oder wenn man in einem heiß wird und schwitzig, so in Ghost Recon das aussieht teilweise. Haben wir wieder ein bisschen was. So. Gut, dann komme ich gleich mal mit der Erde. Also zumindest das, was jetzt ausgegangen ist. Ja. Komposterde. Und dann beginne ich mit dem Weg darüber. Ja, cool. Oh, schon wieder aus. Das gibt's ja nicht. Kann man das umwandeln? Schwupps.
Ups. Nein. Da kann ich dann, ja, da kann man dann richtig viel Brot machen. Gut, dann ackere ich das mal um. Ja, wird schon. Es dauert zwar noch einige Zeit, aber ja. Ein bisschen da irgendwo rauf. Also von erhöhter Position einmal sehen, wie das ausschaut ungefähr. Ja. Noch ist er nicht reif. Na, teilweise. Wird toll, wenn er dann reif ist, dann schaut das sicher super aus. Ups, falsch. Da muss ich rein. So, ich werde jetzt mal die ganzen Tierchen füttern. Brocken brauche ich auch. So. Da wäre Weizen herinnen. Wir könnten ja Weizen, glaube ich, auch noch einsamen. Nein, geht nicht. Ne? Oh, Blödsinn. Habe ich gerade probiert. Das stimmt ja nicht. Nope. Also wollte ich, ja, den Kies wollte ich mir mitnehmen. Ich stehe vor deiner Kiste und denke, was wollte ich aus der Kiste? Der Kies war so. Utsch. Da brauchen wir aber noch mehr Kies. So, liebe Hühner. Wird anscheinend immer fetter, die passen immer durch die Türen. Ups. Was tust du denn? Ich hab. Schießt du mit Eier? Ja. Ah, das sind schon so viele Eier. Das kann aber nicht unser ganzer Kies sein, oder? Und der wird drüben liegen wahrscheinlich. Ja, das kann durchaus sein. So. Sehr schön, sehr schön. Wir haben 17 Eier. Und ich höre es schon wieder floppen. Flop, flop, flop. Schafe! Hallo Schäfchen! Ja, Kies! Jede Menge! Wenn du Erde brauchst, da drüben gibt es dann auch noch eine ganze Zeile. Okay, ich werde nur die Schafe scheren. Ja. So. Scheren nur die Schafe. Nimm ihnen ihr Fell, ihre genau. Wolle. Fell ist es ja nicht. Wolle. Nackte Schafe machen. So. Ah, das sind schon so viele. Soll ich mal welche schlachten? Oder einfärben? Oder Lammkeule? Ich bin ein echter Veganer. Ja, Sekundär-Veganer. Genau, stimmt. Was ist ein Sekundär-Veganer? Ich esse nur Fleisch, das kein anderes Fleisch gegessen hat. Danke, Sekundär-Veganer. Ich esse nur Fleisch von Tieren, die sich vegan ernähren. Genau. Ist eine faire Geschichte. Das ist eine sehr gesunde Einstellung. Das ist meine Einstellung. Ja, persönliche Sache. So, Mikkeli. So, wir könnten natürlich den Schotterweg auch immer ein bisschen unterbrechen. So. Ja. Mit Erdeinschlüssen. Dass das da zu. So, irgendwo war da. Ja, da ist die Kiste. Zu schön wird. Zu unnatürlich. Gehen wir das einmal rein. Das ist halt so eine Klumpertkiste. Reis ist auch schon wieder fertig. Wow. Hallo Mikkeli, ihr wollt sicher auch was futtern. Ja,
So, dachte ich mir doch. Kann so. Man bei Life in the Woods eigentlich beim Kies einen Halbblock machen? Glaube ich nicht. Stink. So, ob das geht oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Denn diese ist wiederum vorbei. Ja. Die Tibra ist irgendwo bei den Tieren, soweit ich das höre. Wir genießen da den Sonnenuntergang und verabschieden uns damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet wieder ein bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin, happy gaming und viel Spaß mit dem Weizen. Ciao. Ciao.